Ritualen des 4. bis 6. Jahrhundert, der trägt keine Rüstung. Und wenn so ein Gladiator dann zu Ehren eines Toten kämpfte, hat er ein Problem. Die standen da und dann fing der an zu kämpfen und der andere machte das, greif mich an. Bumm. Andere Seite, damit Sie es auch sehen, einmal kurz. Er greift mich an. Bumm. Ich schneide den Arm ab. Ist der Kampf unfähig? Und Leute, das ist bei den Römern natürlich total langweilig. Ich meine, das ist eine Show geworden. Die Leute wollen was sehen. Und wenn er seinen Arm verliert, ist es innerhalb von Sekunden aus. Gleiche Problem, hat er noch mehr davon. Steht er hinter seinem Schild, ist er gut geschützt. Schützt er seinen Kopf, mache ich das. Schneide das Bein ab. Kann ich mehr laufen? Langweilig. Umgekehrt, schützt er sein Bein, steche ich ihm ins Auge. Das mache ich zweimal, dann geht er nach Hause, weil es dunkel wird. Auch nicht gut. Der Gladiator der Urzeit, die kämpften zwar hart, aber unheimlich schnell war es vorbei. Und das ist schlecht für die Show. Und die Römer wollten eine Show. Deshalb zog man den Rüstungen an. Das ist ein Murmillo, habe ich schon gesagt. Da sieht die Sache ganz anders aus. Wenn der mich jetzt angreift und ich mache das Gleiche. Unmöglich. Ich kann seinen Waffenarm nicht zerstören. Sehr offensive Kampfweise. Alle Gladiatoren, wer noch eine anhat, hebt meinen Arm, haben eine Manica. Alle, ausnahmslos. Das ist typisch für die Gladiatur. Und dann spezifisch hat der Murmillo noch was. Ja, ich kann ihn nicht jetzt eingreifen. Führungsbein ist geschützt. Warum nur vorne eine Beinschiene? Warum keine hinten? Wer weiß es. Warum hat er hinten keine Beinschiene dran? Weil er einen Ausfallschritt machen kann da hinten. Richtig. Ich kann gar nicht an das Bein ran. Wenn ich da herum will... Ah, wo ist es? Es geht nicht. Würde ich dem da hinten auch noch Metall anziehen, dann würde der so viel Rüstung tragen, der würde schwer werden, er würde langsam werden bei der Hitze. Langweilig. Minimierte Rüstung für einen langen und blutigen Kampf. Und das Beste? Der Helm. Wenn ich ihm versuche, ins Auge zu stechen. Es geht nicht. Er kann gucken, er kann arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sind die Gladiatoren des 2., 3., 4. Jahrhunderts schon. Und natürlich auch Erste, die sind schon sehr professionell. Schauen wir uns mal so einen professionellen Kampf an. In der 2. Runde. Da machen sich jetzt hier fertig. Unser Polus als Provokator oder auch gerne als genannt. Auf der anderen Seite kämpft Taurus als Murmillo. Wir sehen hier den Unterschied. Polus trägt eine Pektorale. Das ist ein Brustschutz, der für die Provokatoren sehr üblich war, damit man nicht sofort ins Herz sticht. Und das macht es dem Murmillo heute ein bisschen schwieriger, weil der hat keine. Aber es war eher üblich, dass man Provokator gegen Provokator stellte. Das hier kam vor, aber war nicht so oft der Fall. Schauen wir uns mal an, wie das ausschaut. Sumarudis. Ich habe ein T-Shirt. Die Jungs kämpfen jetzt auch mit Metall. Die sind schon eine Stufe höher als Aeneas, die dürfen das. Das heißt, oh, er war ganz gemein schon. Schon nach dem. Das heißt, das tut weh. Das Metall ist ungeschliffen, dennoch tun die Treffer, wenn sie hart kommen, weh und verursachen auch leider ein paar kleine Wunden. Die kämpfen ganz anders. Die müssen vorsichtiger sein. Wer traut sich? Ich habe nichts gesehen, Sumarudis. Am Rücken getroffen. Also Punkt für Polus, den Provokator. Sumarudis. Hunderte! Weiter geht's. Ja, da. Taurus ist jetzt vorsichtiger. Die kennen sich natürlich nicht so oft. Wer will? Ah, Fußangriff. Genau, Technik entscheidet. Sie sehen schon, die sind viel langsamer. Das ist die Realität. Man will ja nicht getroffen werden mit aller Gewalt. Das tut nämlich weh. Also lauert man. Man versucht, einen Guten zu setzen, zu verwunden. Oh, der war schön rein. Sumarudis. Schönen Oberschenkel. Schnitt. Also doppelt, oder was? Doppelt, beide einen Punkt. Gebt ihm bitte Kraft. Das ist anstrengend. Gelb oder schwarz. Genau. Denkt an eure Techniken, denkt an eure Vielfalt. Zeigt den Leuten mehr. Verschiedene Sachen. Ihr habt sie drauf, Leute. Genau. Variiert mal. Aber der hat Spaß dabei. Oh, ja. Das war wirklich ein sauberer Treffer.
Psychospielchen. Somit, jetzt habe ich die 3 zu 2. Der zählt ja nicht. 2 zu 1. Genau, für Geld, für Bonus. Einer geht noch Ausgleich oder Sieg. Konzentration nochmal. Schwarz oder Gelb? Schwarz oder Gelb? Treffer! Alles war alles Gürtel. Alles Gürtel? Nee, das war kein Gürtel. Nee. Ah, okay. Gut. Ah, und, fairerweise sagt Taurus, er wurde getroffen. Damit geht dieser Sieg an Bonus! Carsten, bring mal Wasser bitte hier rüber. Damit Sie das Ganze noch ein bisschen mehr verstehen und so einen Kampf mit römischen Augen sehen dürfen, zeigen wir Ihnen mal ganz kurz den Unterschied zwischen Hollywood und Realität. Ich brauche mal ein Schwert, irgendeins, aber bitte mal ein langes. Ach, da hinten ist es. Das super mit silbergetapten klassischen römischen Klebeband. Meins. So, die Sika, das ist die nette Dame, war, hätte man ja. Das ist unsere einzige Gladiatrice heute hier. Die repräsentiert jetzt einen echten Kämpfer, die ist trainiert, die kennt ein paar Taktiken, eine Menge davon. Ich repräsentiere quasi das, was Sie alle kennen, den Fernsehstar aus dem Kino oder Film. Ich bin Brad Pitt. Ja, sieht man an den Haaren, ganz klar. Typische Szene Troja, ne? Spielen wir nach. Ich mal allerdings nicht mit dem Speer, sondern mit diesem wunderlangen, schönen Schwert. Greife meinen Gegner aus der Luft, aus dem Schatten der Sonne an, fliege über ihn wie Mila über den Fujiyama für die ältere Generation. Und die Sika macht das, was sie immer machen kann. Sie verteidigt sich. So sieht das aus. Ja! Schicker, hol mal dein Schild hoch, das hau ich dir auf die Birne. Realismus. Hol dein Schild hoch! Ich bin tot. Danke. Warum ist das so? Immer noch ein. Ich hatte schon. Ich versuch's nochmal. Und der Alter, der Schild der Weise! Schon wieder tot. Irgendwie geht das nicht. Ich muss wahrscheinlich nur springen oder schneller laufen oder was weiß ich. Es funktioniert nicht. Weil, wenn sie große Bewegungen machen, sind sie offen. Und der andere, ein Gladiator, der sticht da schnell rein, vorbei. Deshalb sind die zu und geschlossen, klein. Ganz anders als Hollywood. Danke dir, Sika. Sieh mal, Hellmann. Auch Reti, finde ich unheimlich gestresst. Und wenn so ein Gladiator, lass dir eine Kunde Zeit, verloren hat im Kampf, dann musste er Folgendes tun. Jungs, wer kann das mal machen? Kniet euch mal ab hier. Ah, hier, genau, Bulus, zeig's mal. Bulus hätte verloren, er hebt den Finger und zeigt, er gibt auf. Danke dir. Wenn das der Fall war und der Kampf war auf Leben und Tod, dann dürfte in diesem Fall das Publikum über den Gladiator entscheiden. Und zwar das Publikum, nicht der, der es bezahlt. Das war einzigartig. Und die entschieden per Handzeichen. Kennen Sie das Handzeichen für Leben und Tod? Ja, da ist es, hier, Daumen. Ja, der Mann da hinten, der junge Mann, hat aufgepasst. Also alle Daumen hoch, Daumen runter, die können es vergessen, Hollywood. Muss ich Sie leider enttäuschen, ist nur einmal überliefert, hat mit der Realität nichts zu tun. Der junge Mann hat es richtig gemacht. Er hebt den Arm hoch, packt den Daumen in die Hand und hebt die Hand zum Himmel. Das ist die Abbildung. Wir glauben, man machte das dazu. Und schreit, wir machen nochmal, was schreit man? Vita! Vita, probieren wir das mal. Vita! Vita! Ey, Leute, das heißt Leben, nicht Beerdigung. Bisschen mehr Energie bitte, ja? Vita! 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 Richtig. War der Gladiatorkampf langweilig, schlecht und man konnte den Typen auch nicht leiden oder der Spielegeber war sein Lieblingskunde, dann machte man das Gegenstück dazu. Die Hand geht nach unten und man schreit Mars! Mars! Probieren Sie das mal! Mars! Richtig, heißt tot. Genauso ist es. Diese Handzeichen kann man nämlich in der Arena unterscheiden. Das geht hoch, das geht runter. Nehmen Sie den Daumen nur mal hoch und runter, machen Sie mal das auf der Seite und hier drüber auch. So mal, so oder so. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind im Amphitheater im Kolosseum. 40.000 da, 40.000 da. Und jetzt sollen die abzählen, was die machen und die sollen abzählen, was die machen, wenn sie nur so machen. Das ist unmöglich. Die Zeichen mussten groß sein und davon gab es weitaus mehr, außer als Vita oder Mors. Der nächste Kampf, das ist was ganz Besonderes heute hier, ist wieder unser Kampf Mann gegen Frau. Sika kämpft mit mir in der Equisse-Klasse. Das ist die eigentlich Berittene, die kämpfen dann wahrscheinlich zu Fuß weiter.
Wir haben keinen Schutz an den Beinen, sondern nur die Manika und den Helm. Eine Frau in der Arena, geht das? Ja. Man benutzte sie aber eigentlich eher nur zur Belustigung. Man wollte ja nicht, dass eine Frau besser ist als ein Mann. Stellen Sie sich das mal vor, in einer männergefühlten Gesellschaft würde die Frau die Männer verprügeln. Da wäre alles im Eimer.